Ja, servus meine über drüber, sehr geehrten Damen und Herren, vom letzten Video schon wieder aus Wien. Heute waren wir wieder sehr fleißig und jetzt fahren wir mit der Westbahn wieder zurück. 20 Minuten Wartezeit, was kann man da machen? Natürlich noch ein kleines, feines Video über den Westbahnhof. Ja, was kann man dazu sagen? Er hat 11 Gleise, ist einer der ältesten oder sogar der älteste Bahnhof in ganz Österreich. Ist 1858 erneuert worden. Die Bahnhofshalle, wo wir gleich hineingehen werden, besteht seit 1951 und ist 2010 einmal nach 2 Jahren umgebaut worden. Seitdem ist unterirdisch auch eine kleine Einkaufsstraße dazugekommen. Genau, und vor kurzem wurde er als einer der besten Bahnhöfe in Österreich oder generell bewertet. So, und jetzt schauen wir mal ein bisschen rein. Da befinden wir uns übrigens gerade am Busterminal. Da drüben gibt es dann den nicht mehr so neuen IKEA, aber vor 2 Jahren ist der mal eröffnet worden. Genau, und hinter uns dann der ganze Wiener Stadtverkehr. So, da, los geht's im ersten Stock, den höchsten von insgesamt drei Stockwerken. Da unten Erdgeschoss, da noch der minus erste Stock. Ja, und in jedem befinden sich andere Geschäfte. Welch eine Überraschung. Ja, wenn man dann da 4 geht, ist man dann sozusagen in der Haupthalle, wo man vom Zug ankommt oder abreisen will. Das ist sozusagen, wo es dann zu einem Bahnsteigen geht. Da sind eigentlich die meisten Restaurants, die meisten Fastfood-Ketten, Bäckereien. Ja, es gibt wie immer sehr viele Bildschirme, wo man die An- und Abkünfte sehen kann. Gibt es überhaupt eine Abkunft? Nein, gibt es nicht. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, das ist die Haupthalle da. Irrsinnig schön, gefällt mir dem mehr als am Hauptbahnhof, weil da scheint nur ein bisschen Sonne rein. Am Hauptbahnhof ist alles so zugemauert. Und überall führen Lifte, Stiegen und Rolltreppen hin. Da unten befindet man sich dann schon am Erdgeschoss. Da geht es dann zu U-Bahn, U6, U3 und auch zu vielen Straßenbahnlinien. Da fahren eigentlich alle Generationen E2, U's, die neuen Flexcities. Ja, und so sieht das Ganze hier aus. So einen Infopoint wie in Linz gibt es da natürlich auch. Analoge Verkehrszeiten. Und dann da hinten gibt es noch einen weiteren Trakt mit noch mehr Geschäften. So, da angekommen in der untersten Etage gibt es auch größere Geschäfte, wie oben war zum Beispiel ein Müller, da ist ein IKEA, ein Thalia. Also es sind nicht nur Lebensmittelgeschäfte, sondern auch andere Bedarfssachen. Sonst gibt es in diesem Stock eigentlich nichts, außer eine Verbindung zum U-Bahn-Netz. Da schauen wir dann am Schluss des Videos noch hin. Und oben dann kann man halt eben, wie schon am Anfang erwähnt, dann so den ganzen Straßenbahnen gehen. So, dann, das ist sozusagen jetzt das Erdgeschoss, der Hauptbereich. Von da wollen die ganzen Leute von der Straßenbahn und von der U-Bahn. Da geht es dann mit der Rolltreppe wieder hinauf zu den Fernverkehrszügen. Und hier noch das Getummel auf den 11 Bahnsteigen. Hier stehen eigentlich selten, aber doch ÖBB-City-Jets, aber die meisten sind halt Westbahnen.
So, und jetzt schauen wir noch kurz in die unterirdische Welt der U-Bahn und dann würde ich mich in diesem Video auch schon wieder verabschieden. So, und da unten ist man dann schon wieder beim direkten U-Bahn-Zugang. Ja, dann würde ich schon wieder sagen, Servus, das war so eine kleine Reise vom Westbahnhof. Immer gedacht, ich habe das schon mal gemacht, aber anscheinend war da nur der Hauptbahnhof dabei. Naja, jedenfalls eine kleine Nachholung. Dann Servus und bis zum nächsten Mal.